Hallo, ihr Lieben. Wir sind jetzt beim Jorvik-Stall. Ja, und Hermann, von dem haben wir ja schon lange nichts mehr gehört, der hat endlich eine neue Quest für uns. Es hat funktioniert. Du hast meine SMS bekommen. Ja. Hallo Susanne, wie schön, dass du so schnell kommen konntest. Ich habe tolle Neuigkeiten. Erinnerst du dich an den Bericht von Frau Drake, den du mir gegeben hast? Ja, so 50 Folgen her, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran. Genau der, den du abschicken solltest, mir dann aber gegeben hast. Ich habe ihn mehrfach durchgelesen und warte, ich muss mich erstmal etwas beruhigen. Man sollte sich nicht stressen, wenn man umso wichtiger, wenn es um so wichtige Dinge geht. Ich habe Wasser für dich. Ich habe Wasser für etwas Tee aufgestellt. Oh Gott. Ich bin selber schon so aufgeregt hier. Eine Tasse mit heißem Tee ist genau das, was wir brauchen, um solch wichtige Dinge zu besprechen. Für mich bitte Pfefferminztee. Das Wasser sollte bereits kochen. Kannst du es abstellen, Susanne? Ich sammle in der Zwischenzeit meine Gedanken. Ja, klar, kein Thema. Okay, dann machen wir es so. Ich habe gerade was mit Epona gelesen. Grummel? Danke, Susanne. Jetzt lassen wir das Wasser etwas abkühlen und den Tee ziehen, sodass wir bald ein Tässchen trinken können. Ja, wie ich sagte, ich habe Frau Drakes Bericht gelesen, den du mir vorher gegeben hast. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht viel davon. Na toll. Verstehst du? Nichts ist klar geschrieben, nur kurz, die sich auf andere Dokumente beziehen und überall vage Formulierungen. Aber bei einer Sache können wir uns sicher sein. Etwas Großes und extrem Gefährliches braut sich zusammen. Im Bericht wird es etwas namens Operation Schwarze Ernte erwähnt. Es gibt Tabellen mit Informationen über schwere Erntemaschinen, aggressiver Verwaltungsrat und Kosten für die Vernichtung einer Stadt mit der Größe Jarlaheims. Außerdem fand ich ein Formular, welches die Einstellung von schwer ausgerüsteten externen Sicherheitsarbeitern zeigt. Ja, und das geht so weiter. Hör selber, Susanne. Es sieht so aus, als ob die GED etwas wirklich Schreckliches plant. Aber es gibt keine richtigen Beweise. Nichts, aus dem sich die Anwaltsarmee der GED nicht rausreden könnte oder was sich im Rahmen der gesetzlichen Richtmarken wäre. Ich bin besorgt, Susanne. Die GED ist gut, zu gut. Es gibt nichts an diesem Bericht, womit ich sie stoppen könnte. Sei nicht traurig, Susanne. Haha. Nur weil ich den Bericht nicht verstehe, heißt das nicht, dass jemand anders nicht Nutzen daraus ziehen könnte. Ich habe eine Kopie an Freunde in Jorvik geschickt und jetzt habe ich Antworten. Genau von der Person, von der ich gehofft habe, etwas zu hören. Deswegen bin ich so zuversichtlich. Jorviks größter Kämpfer in der Schlacht gegen die GED hat sich gemeldet. Ich spreche von dem Anführer von Chill, einer Geheimorganisation, die alles dagegen tut, um der GED Steine in den Weg zu legen. Ich habe sie nie getroffen, weiß nicht, wie sie aussieht, nicht einmal, wo sie wohnt. Ich kenne lediglich ihren Namen. Das ist die legendäre Frau X. Hast du schon mal von ihr gehört? Nö. Aber oben steht Weg nach Epona. Ich bin total aufgeregt. Lass mich erklären. Vor ein paar Tagen erhielt ich einen Brief von Frau X. Darin schrieb sie, dass der GED-Bericht in ihren eigenen, der GED-Bericht ihren eigenen Verdacht, dass sie etwas in der Erntefeldprovinz suchten, bestätigt hat. Mehr will sie aus Sicherheitsgründen in diesem Brief nicht erzählen. Aber sie versprach, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, wird sie mehr erzählen. Sie ist sich sicher, dass wir die GED dann gemeinsam ein für alle Mal stoppen können. Das ist genau die Neuigkeit, die wir brauchen, Susanne. Ich muss sie so schnell wie möglich treffen. Aber sie stellt zwei Bedingungen. Ich muss sie alleine treffen und darf niemanden verraten, nicht einmal dir, Susanne, wo. Das Problem ist nur, dorthin zu kommen, da der Treffpunkt in Epona ist. Weißt du, wo das liegt? Ja, ich weiß, wo das liegt. Ich komme nur nicht rein. Genau, es ist das Gebiet, welches auf der anderen Seite der Tore von Grüntal liegt. Leider gibt es nur einen Weg dorthin, welcher über das Grundstück von Li Jan führt. Die Tore sind schon seit einigen Jahren verschlossen. Ich weiß also nicht, wie man diese passieren kann. Ian ist ein alter Freund von mir und er würde uns helfen, wo er nur kann. Aber ich kann nicht mit ihm sprechen, wenn ich nicht an den Toren vorbei kann. Oder wir, besser gesagt. Ich kann das nicht alleine machen. Ich brauche Hilfe. Es wird eine gefährliche Reise und nichts, was ein alter Mann wie ich alleine bewältigen könnte. Meine Frage lautet also, ob du mir nach Epona folgst, Susanne. Ja. Toll! Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich habe Frau X versprochen, dass ich den Treffpunkt nicht verrate. Aber bis dorthin reisen wir zusammen. Klingt das gut? Wunderbar. Ich habe nämlich eine Idee und werde sie dir verraten. Aber jetzt sollte der Tee fertig sein. Könntest du uns jeweils ein Tässchen holen? Ach, zieh das doch nicht so in die Länge. Mann. Ah, danke für den Tee, Susanne. Also, meine Idee ist folgende. Hör gut zu.
Es gibt einen geheimen Pfad, welcher über das Grautalgebirge führt. Nicht viele wissen davon, aber er wurde im Laufe der Geschichte von Soldaten, Flüchtlingen und Schmugglern genutzt. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, können wir ihn nutzen, um nach Epona zu gelangen. Was hältst du von diesem Plan, Susanne? Du fragst dich, wie wir herausfinden können, wo der Pfad ist? Das wird nicht ganz einfach, aber mit Hilfe von unseren Freunden sollte es gehen. Weißt du, zwei der Familien hier aus der Gegend kennen die Geheimnisse des Pfades. Wir brauchen ihre Hilfe und wenn es jemanden gibt, der sie dazu bringt, uns zu helfen, dann bist du das, Susanne. Ich bereite unsere Reise vor und versuche alle Informationen, die ich über Epona kriegen kann, zu sammeln, sodass du währenddessen herausfinden kannst, wo sich der Pfad befindet. Klingt das gut? Das klingt spitze. Goblin? Familie Goldspur ist eine der zwei Familien, die Geheimnisse des geheimen Pfades des Grautalgebirge hüten. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad beginnt. Ohne dieses Wissen kommen wir nicht weiter. Sprich mit Jakob Goldspur und erkläre ihm die Situation. Er kann etwas misstrauisch sein, aber wenn er glaubt, dir vertrauen zu können, erzählt er dir sicher mehr. Oh, sag mir bitte, dass ich da jetzt nicht nur irgendwelche Herzen machen muss oder so, weil ich bin da noch nicht auf beliebt oder was das war. Der geheime Pfad über das Grautalgebirge ist nicht nur schwer zu finden, sondern auch mit Fallen versehen. Wenn man nicht weiß, wie man daran vorbei kann, ist es unmöglich, das Ende des Pfades zu erreichen. Zumindest, wenn man lebend ankommen will. Familie Jarlassen hütet die Geheimnisse der Fallen des geheimen Pfades schon seit Generationen. Wenn du Dorot Jarlassen klar machen kannst, wieso es so wichtig ist, diesen Weg zu nehmen, erzählt sie dir sicher etwas über die Fallen. Sprich mit Dorot Jarlassen und erkläre ihr die Situation. Oh. Viel Glück. Ich habe gerade einen Knoten in der Zunge. Ich bin sowas von aufgeregt, dass es jetzt endlich questmäßig nach Epona geht. Oder Eponia. Ist es jetzt Eponia oder Epona? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist da... Ich muss einfach nur zur Familie... Ach so, das ist... Ach, ja. Okay, verstehe. Wieso habe ich denn jetzt... Das ist Goldspur. Das, ach so, Dirt ist die alte. Also hier die Oma von denen. Dann müssen wir zur Koppelinsel. Ah, okay. Ich wäre jetzt zur Mutter geritten. Aber okay. Ist ja nicht schlimm. Eigentlich wollte ich zuerst einen gelben Ausrufezeichen. Aber das ist ja immer noch die Quest hier, dass wir noch einen Gefallen schuldig sind. Oder eigentlich die Lisa noch einen Gefallen schuldig ist. Hallo Susanne, wie kann ich dir an einem solch schönen Tag wie heute behilflich sein? Du willst wissen, wie man an den Fallen auf den geheimen Pfad über das Grautalgebirge vorbeikommt? Das ist eins unserer ältesten Familiengeheimnisse. Kann ich darauf vertrauen, dass du niemandem etwas darüber erzählst? Ja, natürlich. Aber Sieber... So, du willst also wissen, wie man über das Grautalgebirge kommt. Wie du dir sicher schon gedacht hast, ist der geheime Pfad über das Gebirge, wie der Name schon sagt, geheim. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad ist und meine Familie weiß, wie man an den gefährlichen Fallen auf dem Weg vorbeikommt, die diesen vor Eindringlingen der Erntefeldprovinz schützen sollten. Ich verstehe, dass es wichtig für dich ist, nach Epona zu kommen. Epona, okay, ohne I. Ich helfe dir also so gut ich kann. Die Informationen, die du suchst, sind im Jarlassen-Code verzeichnet. Ein altes Dokument, welches seit Generationen weitergegeben wird. Doch leider ist es schon länger nicht mehr in unserem Besitz. Schau doch nicht so schockiert. Es ist in guten Händen. Also ist es genauso gut. Das heißt aber, dass ich es dir nicht geben kann. Du musst zu Jill Goldspur, um sie um Erlaubnis zu fragen, es auszuleihen. Wo ist die nochmal? Weißt du, es wurde gespendet nach Jarlaheim zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Sachen. Sie könnten... Ach so, ja, der Bürgermeister. Wir konnten uns einfach nicht um all diese Antiquitäten kümmern und hatten Sorge, dass es kaputt gehen würde. Also haben wir sie der Stadt geschenkt, damit sie ausgebildete Experten und Forscher Jorvik sich darum kümmern könnten. Ich weiß, dass sich der Jarlassen-Code im Keller des Ratshauses in einem speziellen Raum mit genau der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit befindet. Er wird also extrem wertvoll angesehen. Aber ich bin sicher, dass Jill Goldspur ihn dir ausleiht, bei allem, was du für Jarlaheim getan hast. Grüß Jill von mir und komm zurück, wenn du den Jarlassen-Code besorgt hast. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte dir jetzt einfach nur lesen. Und wüsste dann Bescheid, aber okay, dann muss ich den anscheinend doch mitnehmen. Und dann gehe ich erstmal zum Ratshaus, weil Familie Goldspur ist ja doch ein Stück weit weg hinten durch.
irgendwie mal eine richtig knallige Farbe. Ich glaube, das war gar keine Haarfarbe, das war eine Mütze, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, Bürgermeisterin, beziehungsweise Schwester des Bürgermeisters. Ja, das hast du fein gemacht. Diesmal hast du gut gebremst. Jill! Oh, Entschuldigung, ich stehe hier drin. Beziehungsweise du mir. Du fragst dich, ob du ein Dokument aus unserer Stadtbibliothek ausleihen kannst. Das erlauben wir normalerweise nicht, aber vielleicht können wir bei dir eine kleine Ausnahme machen. Um welches Dokument handelt es sich denn? Den Jarlassen-Code, der ungelöste Code, der einst Familie Jarlassen gehörte? Ist dir klar, dass dies eins der wertvollsten historischen Dokumente ist, die die Stadt besitzt? Kommt nicht in Frage. Ich gehe auch aus dir raus, damit du mir den ausleihst. Es tut mir leid, Susanne, aber historische Dokumente müssen von ausgebildeten Historikern gehandhabt werden, sodass es undenkbar wäre, dich mit diesen Dokumenten herumhantieren zu lassen. Wahrscheinlich wäre mein unfähiger Bruder auf die Idee gekommen, dich reinzulassen, aber er ist zum Glück verschwunden. Mist. Typisch. Ich bat ihn, eine Reihe wichtiger Dokumente bis morgen in der Früh zu unterschreiben. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, dass er sich beeilen soll. In die Richtung ist der grüne Pfeil. Ach, da oben. Oh. Hallo, Jack. Hey, was geht? Hast du Jill gesehen? Ich versuche, mich vor ihr zu verstecken. Sie will, dass ich arbeite. Schlimm, was? Sie will, dass ich diese langweiligen Dokumente hier ausfülle. Siehst du? Schau dir das mal an. Ups. Lass es ruhig liegen. Huch, da fliegen alle wichtigen Dokumente mit dem Wind davon. Wie schrecklich. Da kann man wohl nichts machen. Sollen wir ein paar Videospiele spielen, Susanne? Du willst in die alte Bibliothek rein? Warum? Da gibt's nichts Tolles. Nur eine Menge Bücher und Papiere. Du musst da rein, aber Jill lässt dich nicht. Okay, natürlich regle ich das, mein Freund. Aber vielleicht kannst du mir vorher bei etwas helfen. Ja? Cool. Jill wird sauer sein, wenn ich diese Papiere nicht unterschreibe. Kannst du das erledigen? Bitte? Bitte? Ich verspreche, dass ich dich dann in die Bibliothek lasse. Hilfst du mir? Super duper. Hier, nimm meinen neuen Stift. Der ist der Wahnsinn. Hihihi. Oh mein Gott. Ach du Sch... Okay, muss ich die jetzt alle unterschreiben? Kann ich das überhaupt von hier oben? Nee, natürlich wieder nicht. Muss ich die mit meinem Namen unterschreiben oder mit seinem? Ich meine, es ist zumindest keine Dokumentenfälschung. 100 Stück. Wollt ihr mich veräppeln? Die muss ich doch nicht alle machen, oder? Ich muss doch bestimmt hier irgendwie Durchhaltevermögen zeigen oder sowas. Auch irgendwie komischer Ton. Achso, ich gucke mir mal ganz kurz. I love Jorvik. Jo. Das war das Oberteil, was wir in der letzten Folge bekommen haben, glaube ich. Oder haben wir das Ganze bekommen? Ah, ich wusste, wir müssen nicht alles machen. Okay. Viele Stunden später. Oha. Ich habe sie auch aufgesammelt. Ich habe sie nicht nur unterschrieben. Ich bin ein fleißiges Bienchen. Was? Du bist schon fertig? Klasse Stift, was? Haha. Gummi? Also, da wäre noch eine Sache, die du für mich tun könntest. Bitte? Cool. Weißt du, alle hier in der Stadt haben etliche Meinungen, was ich machen soll. Ich versuche, den Ganzen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber jetzt habe ich Jill versprochen, die Bürger von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Es ist wohl ganz gut für mein Image, wenn ich mich dort blicken lasse. Und ich stimme zu. Wer will nicht gerne so eine nette Person wie mich treffen? Aber ich habe nicht wirklich Zeit. Ich habe zurzeit viel wichtigere Dinge zu tun. Bürgermeistersachen, du weißt schon. Vielleicht kannst du das für mich erledigen. Ich habe auch nicht viel Zeit. Ich muss diesen scheiß Code finden. Kannst du das? Bitte. Ach, na gut. Cool. Komm später einfach zurück. Nein. Dann lasse ich dich in die Bibliothek. Ich schwöre. Ich dachte schon, es ist eine 24-Stunden-Quest. Ah. Ich war gerade schon wahnsinnig. Die Müllabfuhr ist eine Katastrophe. Erst letzte Woche sah ich eine Ratte über die Straße laufen. Okay. Da. Nee?
Früher war es besser. Wenn Elaine Goldspur doch nur wieder Bürgermeisterin wäre, wäre alles wieder in Ordnung. Kann die Stadt keinen Aufzug runter zum Hafen bauen? Der Weg ist zu weit. Wäre bestimmt ganz cool. Die Müllabfuhr leistet gute Arbeit. Es gibt kaum Ratten. Was soll meine Katze da fressen? Die Leute, könnt ihr euch mal entscheiden? Warum nicht das niedergebrannte Haus auf der Insel des morschen Zahns abreißen? Den Rest habe ich nicht mehr gelesen. Viel zu schnell. Mama. Ob ich weiß, wo Jack ist? Ist er wieder verschwunden? Mama. Nun ja, Jack ist etwas unzuverlässig, wie du weißt. Ich denke nicht, dass er dich reinlegen wollte. Er war sicher nur gelangweilt. Jedenfalls habe ich darüber nachgedacht, was du über die Bibliothek gesagt hast. Ich kann dich zwar nicht hineinlassen, aber ich kann dir anders helfen. Hier hast du eine gescannte Kopie des Jarlassen-Codes. Bring sie zu Dorothy. Dankeschön, Jill. Es geht doch. Es geht also doch. Sehr schön. Gehen wir mal direkt. Bin ich eigentlich ebenso blöd von oben geritten? Weiß ich auch nicht. Egal. Obwohl einmal ist, als ob ich rechts oder links bereite. Ich glaube, das gibt sich jetzt nicht so viel vom Weg her. Wieder da. Ich habe den Code. Aber sieh mal. Du hast den Jarlassen-Code gefunden. Gut. Aber sieh mal. Gut gemacht, Susanne. Aber jetzt beginnt der schwierige Teil. Wir müssen den Jarlassen-Code knacken. Nein, 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 nein. Leider ist die Anleitung zum Knacken des Codes verloren gegangen. Aber ich denke, ich weiß genug. Sieht nicht allzu kompliziert aus. Ich bin gut in Mathe, kann es also sicherlich entziffern, aber ich brauche deine Hilfe. Sehr viele Dinge, die man gleichzeitig im Kopf behalten muss. Wenn du mir bei dieser kleinen Kopfrechenübung hilfst, lösen wir den Code mit Sicherheit. Bist du bereit? Also, wenn A eine 3 ist und B eine 4 und C eine 5, was ist dann D? Achso, eine 6, ja, logisch. Gut, lass uns fortfahren. Mal sehen, wenn C eine 40 ist, B eine 30 und A eine 20, was ist dann D? 10? Was? Nein, das kann nicht richtig sein. Wir müssen doch mal von vorne anfangen. Wieso, das ging doch jetzt immer 10 runter, oder nicht? Ich hab jetzt gar nicht richtig aufgepasst, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich habe gedacht, das ist so einfach, da brauche ich gar nicht jetzt aufzupassen. So, Moment, das erste war richtig. Das ging immer eins hoch, das war eine 6. Ach so, ja, ich habe wirklich nicht aufgepasst. Ich bin drauf reingefallen. Dann ist D natürlich eine 50, weil D ist natürlich dann vor C. Oder, ja, so gesehen davor. Ausgezeichnet, jetzt bleibt nur noch eine Sache übrig. Wenn A eine 6 ist, C eine 12 und E eine 18. Was ist dann F? Moment, Moment. Ja, ich wäre fast drauf reingefallen. Also das ist immer 6 höher, das heißt, das müssen 3 eigentlich drauf. Das heißt, es müsste 21 sein. Ha, ich glaube, ich habe diesen Code geknackt. Danke für deine Hilfe. Kein Thema. Ich wäre fast drauf reingefallen, aber diesmal haben sie mich nicht gekriegt. Ich denke, ich fange an zu verstehen, wie der erste Code aufgebaut ist. Aber ein Teil ist noch übrig. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Nein, nein, nein. Bevor wir den Jarlassen-Code wirklich verstehen. Hoffentlich denkst du nicht, dass meine Fragen seltsam sind. Aber ich verspreche, dass sie mir helfen, einfach alles besser zu verstehen. Ach so, ich dachte schon 24 Stunden fest. Okay, du darfst mich alles fragen, was du möchtest. Bereit? Gut, lass uns anfangen. Wenn schwarz-weiß ist und heiß-kalt, was ist dann schwer? Leicht. Gut, gut, schauen wir mal. Wenn 1 eine 3 ist und 2 eine 4, was ist dann 1 plus 2?
Ja, normal 3. Ich verstehe jetzt die Frage nicht, aber egal, es müsste eigentlich 3 sein. Was? Nein. Hä? Ach so, ja, ich bin voll drauf reingefallen. Ah, ich hasse solche Aufgaben. Okay, okay. So, Moment. Das war jetzt schwer und leicht, genau. Also 1 ist eine 3 und 2 ist eine 4. Das heißt, es ist 7. Wir müssen dann ja 3 plus 4 rechnen. Gut, gut. Versuchen wir es damit. Hut und Mut, Berge und Zwerge, Koch und Loch. Ha, ich glaube, ich habe diesen Code geknackt. Danke für deine Hilfe. Kein Thema. Gut, fast fertig. Ich muss nur noch herausfinden, wie das letzte Stück ins Gesamtbild passt. So, bist du bereit? Das ist wahrscheinlich der schwerste Teil. Jetzt denkst du dir sicher, dass meine Fragen verrückt wären, aber keine Sorge. Es wirkt wirklich unkonventionell, aber es ist ehrlich gesagt eine sehr gute Methode, die ich da habe. Ach, das ist sogar noch ihre. Okay. Delfin, Garnele, Qualle. Was jetzt? Ich würde sagen Hai, weil das ja alles Wassertiere sind. Banane, Apfel, Orange. Was jetzt? Ja, dann die Birne, weil es ist Obst. Ball, Erdball, Blase. Was kommt als nächstes? Die Blase. Also Ball, Erdball kann ich noch verstehen. Sonne ist auch rund. Eine Blase? Ich werde jetzt die Blase aus dem Körper nehmen. Die ist nicht rund, aber ich sag mal Sonne. Ha, ich glaube, ich habe diesen Code geknackt. Danke für deine Hilfe. Kein Thema, auch wenn ich das letzte überhaupt nicht verstanden habe. Ach so, eine Blase, ach, ich hab's verstanden, so eine Luftblase oder, die man so pusten kann hier. Ja. Ha, wir haben es gelöst. Ich schreibe dir die Entzifferung auf. Hier bitte. Mit dieser Anleitung wirst du an allen Fallen auf dem geheimen Pfad über das Grauteilgebirge vorbeikommen. Du weißt, wo er beginnt, oder? Ansonsten rate ich dir, auf den Goldspuranwesen nachzufragen. Dort kennt man den Weg. Du weißt nun, wie du an den Fallen auf dem geheimen Pfad vorbeikommst. Und den Rest durfte ich nicht mehr lesen. Aber Sieber. Das haben wir gut gemacht, Susanne. Hier ist die Entzifferung des Jahrlassen-Codes, als lupenrein aufgeschrieben. Wenn du es dir genau durchliest, solltest du sicher auf dem geheimen Pfad über das Grauteilgebirge reiten können. Erzähle Hermann von diesen guten Neuigkeiten und grüße ihn von mir und meiner Familie. Wir stehen auf seiner Seite im Kampf gegen die GED. Aber das weiß er bereits. Bis dann, Susanne. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ich würde sagen, also Hermann ist wahrscheinlich zu Hause. Ja, der wird mir als zu Hause angezeigt. Dann sammeln wir jetzt erst noch die Informationen. Ich bin jetzt gerade völlig falsch geworden. Das wollte ich doch gar nicht. Dann sammeln wir erstmal die Informationen noch von der Goldspur-Familie, um herauszufinden, wo der geheime Pfad genau ist. Doch das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.